Gut. Haben wir denn jetzt hier noch eine Mission mit unserer lieben Evie? Wir haben was bei B. Da haben wir M, ja. Okay, das heißt, wir werden jetzt noch B machen. Die Blitzschlagzeilen. Und dann, sobald wir das haben und nur noch Jacobs Mission offen haben, werden hier erstmal die Sympathisanten-Sachen gemacht. Also das muss gemacht werden. Und dann werde ich auch hier in Sequenz 5, also während die Sequenz 5 läuft, auch noch die Gebiete befreien, die in unseren... hier offen sind. Obwohl, wenn ich schon mal hier bin. Lambeth ist ja dieses relativ schwache Gebiet. Könnte ich hier die Templerjagd ja machen. Ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass ihr mich angreift. Seht ihr, das ist Doppelattentat. Zack. Deine Oma kämpft auch ganz schön gut. Zack, zack und zack. Alter, wie nice. Tschüss. Tschüss. Leider nicht so geklappt, wie es sein sollte, weil es ging jetzt ein bisschen zügig, aber wir haben es befreit. Heißt nicht, aber dass wenn ich jetzt den einen da plötzlich jetzt höre, dass da alle kommen. So, aus dem Gebiet fliehen. So, zack, geschafft. Hi. Oh, guck mal, da ist ja unsere Kutsche. Oh, das ist echt ein großes Gebiet, das wir hier freigeschalten haben damit. Aber hier sind einige Missionen. 8 Stück. Hier ist die nächste Templerjagd. Okay. Hi. Okay, bin dann beim Weg. Wenn es hier nichts zu holen gibt. Dass sie nicht mehr als 2 Zivilisten töten lassen. Okay. So. Wait, what? Hi, tschüss. Und jetzt können gekämpft werden. Hopp, ich will los, ich will euch alle fertig machen. Ich habe jetzt Bock auf Kämpfen. Die einfach nur erledigt, bevor sie 2 Zivilisten töten kann. Und der Rest interessiert mich nicht. Und das war's mit dir. Und das war's mit dir. Und tschüss. Aus dem Gebiet fliehen. Okay. Auch das geschafft. Easy. Volle Belohnung abkassiert. Loyalitätslevel auch gestiegen. Und weg damit. Uneingeschränkter Erfolg. Schließen Sie 3 Tempeljagden samt Ihrer Herausforderung ab. Nice. Easy. Weiß gar nicht, wo das Problem sein soll. Ja, wenn die jetzt hier schon auf dem Weg sind, dann mache ich die natürlich, also.
Wenn es genauso wie Kisten. Wenn die auf dem Weg sind, dann plündere ich die natürlich. 10 XP kriege ich für eine Kiste öffnen. Dann hole ich 100 Thun und dann habe ich einen Fähigkeitspunkt. Apropos Fähigkeitspunkt. Hör ich schon wieder 3 Stück. Und wie viel bezahle ich für eins dann? 4, okay. Evie kann doppelt so viele Wurfmesser bei sich tragen. Ihre Messer richten außerdem wesentlich mehr What? Nice. Das geht ja halt nur, sobald ich da die Stufen davor habe. Das ist verständlich. Wird die Regenerationsrate ihrer... Okay. Die Kutschen, die sie fahren, beschleunigen wesentlich schneller. Okay, das ist gut dann für Rennen. Jacob erleidet weniger... Nur für Jacob? Nur... Okay, okay, nur für Jacob. Also gibt's auch... Und das ist zum Beispiel Eevee-spezifisch. Ah, okay, die können jetzt... Weil sie schleichen halt. Ne, schleichen ist ihr's. Jacob ist eher der Draufhau-Typ und das sieht man hier auch an den Sachen. Also der ist eher auf Schaden getrimmt. Dann warten wir mal, weil das Schleichen würde ich dann doch gerne bei Eevee vollkriegen. Weil die hat halt diese Edensplitter-Mission, da muss sie öfters ein bisschen sneaken und... Das sind einige. Und die Pläne sind wo? Ha. Sieht mir so aus, als ob... Also, ne, es ist eine Truhe. Okay. Na, ja, die plündern wir jetzt einfach. 719? Alter, nice. Da ist echt viel Money drin. Hoppla. Da habe ich viel erwischt, aber nicht den Kopf. Wie er es nicht kriegt, wie ich hinter ihn halt töte. Tschüss. Und der nächste. Zack. Speed-Attentate. Hi. Der ist tot. Und der ist tot. Was ist denn hier passiert? Das ist aber nicht so normal, hä? Und tschüss. Das war's. Fuck! Ich fand es gerade zu witzig, die Leute einfach mal zu töten, obwohl die haben mir, obwohl ich gerade hinter ihnen welche getötet. Also einfach so, weil sie laufen Gruppen zusammen. Zack, weg! Was? Wo ist er hin? Oh mein Gott, da war jemand! Hä? Wo ist sie? Wo ist sie hin? Oder dieses Wesen, was da war? Oh nein, jetzt bin ich tot. Ja. Gut. Ein Fähigkeitspunkt. Gut, super. Fähigkeiten. Du bist mein Schleichen. Kaufen. Zack. Sehr schön. Herstellung. Upgrades. Da können wir uns jetzt verbesserte Rauchbomben. Nein, nein, nein. Wirksamkeit der Medizin. Ja, definitiv. Ausrüstung. Da wir jetzt Level 5 sind, können wir den ja nehmen. Können wir nicht nehmen, weil er Stufe 8 ist. Oh.
Blutgürtel. Ja, das kann ich auch hier kaufen eigentlich, oder? Von daher. Ich habe keine Lust irgendwie mit so. Weißt du, dass diese Schlagringe ist ja alles in dem Sinne cool, aber. Dieser Schlagring war Hauptpaffengift. Genau. Der Meinung bin ich auch. Schusswaffen. Da könnten wir doch hier plus zwei. Aber ich benutze die Schusswaffe eigentlich nicht. Es wäre für mich eigentlich jetzt so gut wie rausgeworfenes Geld, weil ich halt die Schusswaffen gar nicht benutze. Dieser Gegenstand muss hergestellt werden. Herstellen. Herstellen Handschuh. Herstellungskosten? Jo. Easy. Verbessern wir noch. Haben wir noch ein bisschen mehr Angriff. Und dann... Ansonsten, erhöht Wurfmesser. Ach so. Ah, die Monturen haben ja auch noch andere. Aha. Okay. Das hätte ich mal nachgucken können. Interessant. Also die haben auch noch spezielle Fähigkeiten, die Monturen. An sich. Gut zu wissen. Aber hier ist noch eine Blume für Greenie. Da haben wir ja eine. Einfach mal vom Grab klauen. Ist in Ordnung. Ich bin Assassiner. Alle, nichts ist wahrhaftig. Alles ist erlaubt. Was? Was? Du hast plötzlich im Satz einfach aufgehört zu reden. Was war? Komisch. Keine Ahnung, was der für ein Problem hatte. Boah, hier wäre schon wieder das nächste, ne? Ah, ne, jetzt sind wir so nah an der Mission dran. Jetzt lassen wir das mal. Zack. Ne. Hier rüber. Und dann gibt uns sicher unser lieber Herr Evie und Jacob besuchen Bell in seinem Labor. Bell heißt er. Okay. Um ihren Kampf gegen Steric und seine Kontrolle der Presse fortzusetzen. Okay. Und da bekommen wir die Galvani-Bombe. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht, was auch immer das bedeutet. Aber sicher, irgendwas Cooles. Bis jetzt hat mich dieser Teil noch nicht enttäuscht. Ah, oh, Jacob, Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alex, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe drei mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Oh, Moment, ich habe was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Und dann aufs Dach. Wie er wollte. Alter, Kisten. Überfluss.
würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast einen Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir, wie war das? Die Versprechen Ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Ich fühle mich nicht so gut. Kotzbombe! Teufel nochmal! Diese Kinder, die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Setzt eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Ein angehalten. Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast einen Farbe. Furzbombe. Ich war das nicht besser. Teufel nochmal. Ich hab's im Hals. Oh, diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Gut. Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, mal sehen, wie weit du kommst. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Das ist voll dich. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Pflaume? Ich bin ganz wackelig. Nö. Gut gemacht, Erle. Nur dank Ihnen, Evie. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht... Alter, what? Freut mich, dass ich helfen konnte. Und jetzt legen wir Starricks Propaganda-Imperium lahm. Nur dank ihnen hatte ich den Mut. Ich bin Bell. Ich bring voll die komischen Sprüche. Sorry, Junge. Greenie ist besser. Sagt Ivy. Je länger wir Starrick daran hindern, ich finde Ivy am besten. Desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften machen. Hoppla. Ich stimme zu. Je eher wir ankommen, desto schneller können wir handeln. Ist es zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungssirup schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Das ist gut, Mr. Bell, aber Sie können wohl kaum jeden Haushalt Londons besuchen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber am Billingsgate? Oder Fliegen in Smithfield. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Infos... Ich muss sagen, das mit den Rädern haben die Scheiße gemacht. ...die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Deshalb sind wir hier. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube sie und sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Weiter so. Langsamer. Wieso steigst du nicht rechts aus?
Na 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 na. Und tschüss. Komm rein, Bell. Ja, keine Sorge. So eine schöne Maschine. Eine Schande, dass sie von Halunken missbraucht wird. Na gut. Oh, ich hoffe, wir stoßen auf keine Patrouille. Hoppla. Hab dich, du kleiner Quellgeist. Das ist gut, dass ich hier das durch die Wände gucken gemacht habe, weil sonst hätte ich das nicht vorher gesehen. Also hätte ich nicht gesehen, dass sie halt von da kommen, ne? War ganz praktisch. Hier sind auch momentan keine, das heißt, die werden aber gleich kommen. Nur vom wo? Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Zack. Zack. Hey. Das war aber verflixt eng. Nö. Tschüss mit dir. Und auch tschüss mit dir. Oh, dich will ich finishen. Das entwickelt sich zu tschüss. Einem rechten Ab- etwas wirklich der Kleine, aber ich hab ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Alter, diese Sprüche. Machen Sie schneller, wenn's geht. Oh, Kiste! Wahrscheinlich für Gavani-Bomben, hä? Weil die ja aus irgendeinem Grund plötzlich überall rumliegen. Nee. Okay. Hi. Kennst du mich? Nee. Ja, ihr guckt einfach zu. Okay, ist in Ordnung. Und tschüss. Easy. 8 Gegner, also nix. Und 9? Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr einfach. Zu einfach. Lieben Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. Easy.